Damit kann ich nichts anfangen. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Die Schatulle ist eine der wenigen Hinterlassen. Der Elefant auf dem Deckel ist da. Okay, Nichts. Die Schatulle ist der Elefant. Scheinbar können wir das nicht als Schlüssel benutzen. Blöd, dass kein Sound kommt. Das ist der schöne Elefant, den mein Vater geschnitzt hat. Okay, ich kann jetzt mit der Truhe nichts anfangen. Okay. Mir fehlt also ein Schlüssel. Keine Nachrichten für mich. Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Das erste Bild, das ich je gemacht habe. Mit der ersten Kamera, die er mir je gekauft hat. Okay, die Musik kann man ändern. Ah, da ist die Dame. Vielleicht können wir mit der reden. Ich dachte gerade, jetzt kommt das Auto und überfährt sie und schon ist aus. Mademoiselle Collard! Oh, hallo. Sagen Sie nichts. Ich werde einen großen, gut aussehenden Fremden kennenlernen. Nein, ich glaube nicht. Warum meinen Sie das? Oh, nur so eine Vermutung. Na jedenfalls. Ihre Cousine ist recht hübsch. Was? Ihre Cousine aus Marseille. Wie konnten Sie die nur vergessen? Die hat gestern in ihrer Wohnung auf Sie gewartet. Ach, wirklich? So ein charmantes Mädchen. Ja, nicht wahr? Und sie war in meiner Wohnung, sagen Sie? Tja, natürlich. Sollte sie etwa draußen warten? Dafür hatte sie doch den Schlüssel. Plötzlich ergibt alles einen Sinn. Meine Wohnung war verwanzt worden. Dadurch wusste Plantin alles über meinen Artikel. Woher ich das weiß? Weil ich gar keine Cousine habe, sondern nur einen lieben Cousin namens Jean-Marc, der in Le Touquet eine Bäckerei hat. Diese Leute sind skrupellos und das heißt sehr gefährlich. Okay. Ich wette, sie hatte vergessen, welches meine Wohnung war, stimmt's? Oh, Mademoiselle Collard, Sie können ja Gedanken lesen. Genau das hat sie gesagt. Ja, ich habe diese Gabe. Nun, dann gehe ich wohl besser mal rauf und sehe nach, ob mir meine liebe Cousine was dagelassen hat. Au revoir, Mademoiselle. Entweder der Teddy oder... Wo hat meine hübsche neue Cousine denn nun ihre kleine Wanze geparkt? Ich muss alles durchsuchen. Ich würde das Telefon zuerst durchsuchen, weil schließlich hat man ja telefoniert. Mir fällt niemand ein. Beziehungsweise der Tisch, weil das das nächstgelegene ist. Okay, ich sollte er erst nur angucken. Keine Wanze. Nur ein 20 Jahre alter Kaugummi. Ja, hier oben, das ist der Teddy. Den hatte sie doch vorher, ihr erster Teddy, ihr bester Freund und so. Das war das Einzige, was man angucken kann. Mein erster Teddy. Ich hatte nie einen Freund, der mir so treu war wie er. Nichts dran. Keine Wanzen. Tja, der Teddy ist es schon mal nicht. Das Telefon wäre das offensichtliche Versteck für eine Wanze. Aber dieser Hörer wurde seit Jahren nicht mehr aufgeschraubt. Außerdem hätten sie damit ja nur meine Leitung verwanzt. Na, dann schauen wir uns doch das Foto nochmal genauer an. Vielleicht auf der Rückseite des Fotos.
Auf dem Foto ist mein Vater zu sehen. Das Foto ist definitiv nicht verwanzt. Keine Nachrichten für mich. Am Anrufbeantworter sind keine Wanzen versteckt. Okay, jetzt habe ich aber langsam... Okay, die Musik abschalten. Nächster Schritt. Okay, ich muss schnell mal raus, weil die Musik ist doch ein bisschen zu laut. So, was haben wir dann noch nicht? Zeitungsstapel. Das haben wir alles. Geht eigentlich nur diese Schatulle. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Die Schatulle ist eine der wenigen aber die kleine Metallscheibe darunter ist neueren Datums. Diese Schatulle hat mein Vater geschnitzt. Es gab nie einen Schlüssel dazu. Die Schatulle der Elef... Aber die kleine Metallscheibe darunter ist neueren Datums. Ja, und wie kann ich die jetzt nehmen? Die Schatulle, der Elefant auf dem Deckel ist das... Die Schatulle, der Elefant... Die, der Elefant auf dem Deckel ist... Da ist doch die... Die Schatulle ist eine der wenigen Hinterlassenschaften meines Vaters. Oh, chère Cousine. Du hast mir also wirklich ein kleines Geschenk dagelassen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Jetzt verstehe ich. Die ist wirklich unter der Kiste gewesen. Du machst mir keine Angst. Das Beste. Okay, ich hätte sie irgendwie unter Wasser gehalten erstmal oder sowas. Okay, ich denke, wir haben eigentlich mit der Dame alles. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle. Diese Frau, die sich als meine Cousine ausgegeben hat, könnten Sie sie noch einmal beschreiben, bitte? Nun, sie war etwa so groß wie Sie. Ihr Haar war etwas heller, aber ansonsten war sie Ihnen sehr ähnlich. Allerdings mit untadeligen Manieren. Ja, das liegt in der Familie. Okay, die Wanze haben wir nicht hier. Was halten Sie von dieser Schnitzerei? Hübsch, aber ich würde in dieser Gegend nicht so offen damit rumfuchteln. Es wäre unvorsichtig, ihr von Carchon zu erzählen. Ich habe diesen Steinzylinder aus einem Tresor genommen. Interessant. Ein gut gemeinter Ratschlag dazu. Wenn Sie jemals wissen wollen, was da draufsteht, beschmieren Sie ihn mit Farbe und rollen Sie ihn über ein Blatt Papier. Was? Das ist meine Gabe, die spricht, Mademoiselle. Ich bin nur das Medium. Okay. Was sagt Ihnen diese Nachricht? Sie nimmt dich mit auf eine Reise, die endet, wo sie beginnt. In Lachen und Tränen, in Trauer und in Freude. Das haben Sie alles aus diesem Stück Papier? Nö, das habe ich aus einem Lied, das ich heute Morgen im Radio gehört habe. Ja.
Sie hat es in den Mülleimer geworfen. Was halten Sie von meiner Haarklammer? Sehr hübsch. Vielleicht kann ich mir eines Tages auch so eine leisten, Mademoiselle. Wissen Sie irgendwas über diesen Bootsfahrschein? Nein, Mademoiselle. Ich bin ja auch nicht das Fremdenverkehrsamt. Was halten Sie von dieser Geschosshülse? Wer immer das Ding abgekriegt hat, dem tut jetzt bestimmt der Hintern weh. Oh Mann. Haben Sie schon mal einen solchen Tresorschlüssel gesehen? In meinem Job sieht man nicht besonders viele Tresore. Was schaffen Sie denn? Schauen Sie mal, dieses Tischtuch. Ja, das war wohl mal sehr hübsch. Zu doof, dass irgendein Idiot es so mit Farbe verschmiert hat. Ja, ich weiß. Die Leute haben heutzutage auch vor nichts mehr Respekt, ne? nein. Ich vermute, Sie haben nicht zufällig eine Begabung für das Entschlüsseln kodierter Nachrichten? Meine wunderschöne Großmutter war Kryptologin bei der Resistance. Aber leider habe ich nur ihr tolles Aussehen geerbt. Die Arme. Au revoir. Au revoir, Mademoiselle. George muss hier hinkommen. Hier ist Chateau, das ist Chanchon Anwesen. Das ist Rue Géry, das ist. Was bringt uns hierher? Es wird durch Drähte zusammengehalten. Vielleicht ist das ja gar kein Kunstwerk. Vielleicht ist es eine Art Mobilfunkmast. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das Kunstwerk nicht berühren, Mademoiselle. Ah, wir können nur mit dem reden. Das kaputte Fenster ist noch nicht repariert. Es ist nur mit einem dünnen Stück Plastik überzogen. Das muss auch reichen. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Mademoiselle. Darf ich Sie fragen, was Sie da machen? Ich bewache den Tatort eines fürchterlichen und abscheulichen Verbrechens. Ja, diese Statue. Wirklich abscheulich. Im Gegenteil, Mademoiselle. Diese Statue ist eine reine und visionäre Darstellung. Ein Kommentar über die selbstgewählte Isolation des Menschen unter den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Spätkapitalismus. Also okay. Doch kein Verbrechen? Das einzige Verbrechen, dem Sie hier begegnen werden, ist der Mord an dem großartigen Monsieur Kirchhoff. Nicht doch. Wie dramatisch. In der Tat. Und das auch noch in diesem Aus. Es ist streng geheim, aber wenn man Kirchhoffs Frau glauben darf, war der Mörder als Pantomime verkleidet. Die Polizei glaubt, er hatte einen Komplizen. Eine junge Journalistin. In diesem Augenblick wird im ganzen Land fieberhaft nach ihr gefahndet. Die Polizei schaut unter jedem Stein nach. Was ja ein guter Ort ist, um nach einer Journalistin zu suchen. Wir von der Polizei sind ja nicht blöd. In der Tat. Wie wurde Monsieur Cachon denn getötet? Erschossen. Kaltblütig. Mit einer Schusswaffe. Warum war er wie ein Pantomime angezogen? Ich habe da meine eigene Theorie. Entweder war er verrückt. Oder? Oder er war ein echter Pantomime, der uns auf eine falsche Fährte locken wollte, indem er raffinierterweise auf eine Verkleidung verzichtete. Wie lange sind Sie schon bei der Polizei? Mein ganzes Leben lang, Mademoiselle. Merkt man. Danke. Sie sind bestimmt ein Connoisseur moderner Kunst, nicht wahr? Ganz im Gegenteil. Ich verehre sie und versuche mich zuweilen sogar selbst daran. Ach, wirklich? Das habe ich auch mal getan, es aber am Ende wieder aufgegeben. Warum sollte ein Pantomime Monsieur Cachon töten? Das war ein Auftragskiller, nehme ich an. Jedermann weiß doch, dass Pantomimen keine Abdrücke hinterlassen. Okay. Monsieur? Mademoiselle? Ach, wir können ihn nochmal dazu befragen, das brauchen wir jetzt aber nicht. Warum kann ich das nicht verlassen? Wie wurde Monsieur erschossen? Ich ab. Oder? Oder er war ein echter Panther. Wie lange sind. Mein Gott. Merkt. Dank. Warum das. Gefallen. Ich muss Sie darauf hinweisen, Mademoiselle, dass ich eigens dafür ausgebildet wurde, solch unpassenden Annäherungsversuchen zu widerstehen. Schauen Sie sich mal diese Hülse an. Mon Dieu.
Die muss von der Waffe stammen, mit der man ihn umgebracht hat. Sind Sie sicher? Ich dachte, die sei von einem Armeegeschütz. Ja, natürlich. Die Größe. Das ist ein Werbegeschenk, nicht wahr? Er verteilt solche Werbegeschenke. Was halten Sie von meinem Elefanten? Ein bisschen armselig, um ehrlich zu sein. Kein Original. Plump. Austauschbar. Oh, wirklich? Ich habe mich schon gefragt, wohin ich es stecken sollte. Vielleicht irgendwo hin, wo man es nicht sieht. Daran habe ich auch gerade gedacht. Es wäre verrückt, ihm die chiffrierte Botschaft zu zeigen. Schon mal solche Symbole gesehen? Nur auf dem Boden einer Flasche, Mademoiselle. Haben Sie gemerkt, was ich gerade gemacht habe? Eine kleine Prise Humor bricht das Eis an einem Tatort. Finden Sie nicht auch? Okay. Ja, genau. Werbegeschenke. Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Früher mal, als kleiner Junge. Mein Vater lehrte mich mit Hilfe solcher Zylinder das Schnitzen. Ich wette, da waren Sie lange mit beschäftigt. Allerdings. Ich habe nie wieder mit ihm gesprochen. Er starb, bevor ich fertig war. Okay, das ist schon... Nein. Ein bisschen traurig. Nein. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Oh, das ist gut, sehr gut. Sie haben Talent, meine Liebe. Das ist eindeutig Ihr Medium. Ich weiß was Besseres, als ihm ein... Was halten Sie von diesem Bootsticket? Mademoiselle, wenn Sie glauben, dass Sie mich mit einer kleinen Bootsfahrt auf der Seine ins Bett kriegen, dann liegen Sie falsch. Ich wurde dafür ausgebildet, Frauen zu widerstehen, die mir Bootstickets anbieten. Und Männern übrigens auch. In Geschlechterfragen gehen wir mit der Zeit. Das ist gut. Aber das hört sich eher an, als wäre es dazu gedichtet. Ja, Black Eye, dir auch noch einen schönen Abend. Ich werde auch bald Schluss machen. Ist ja schon 11 Uhr durch. Sie sind bestimmt ein Konnektor. So. Wir schauen noch einmal... hierhin. Und dann denke ich... Es ist ein altes Telefon, wie es die französischen Arbeiter früher liebten. Aber ich bin überrascht, dass sie es immer noch benutzen. So. Ich muss niemanden anrufen. Ja, das sagt man häufig. Wow, das wurde aber schnell repariert. Oder zumindest zugeholzt. Tja, dann machen wir es doch einfach. Jetzt können wir die Funktion hier nutzen, um das Spiel zu speichern. Und ja, dann können wir für heute Schluss machen. Ja, das ist der Opa von Super Mario. Und mit dem Opa von Super Mario werden wir uns dann das nächste Mal beschäftigen. Wir sind weit gekommen, finde ich. Also dafür, dass wir den ersten Teil von Director's Cut geschrieben haben, im Prinzip Nicos Part, und dann noch einen Teil von Stobberts Part, war schon, finde ich, ziemlich viel, und das bei 2 Stunden 50. Da werden wir uns die nächsten Male ja noch ein bisschen freuen können und hoffentlich nicht vergessen, was wir hier alles erlebt haben. Ich danke allen Zuschauern, die dabei waren, und hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder hier, wenn wir Baphomets Fluch oder im Deutschen Broken Sword weiter auf die Schliche gehen. Denn der Schatten der Templer wartet auf uns. Dün, dün, dün. Hör auf damit! Also, euch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ich lenke euch noch auf Peacemaker, damit er seine 3 Zuschauer hat. Bis zum nächsten Mal, also. Auf Wiedersehen.